Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Aus dem geistlichen Tagebuch von Elisabeth Kindermann, die Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens. 10. November 1962. Heute sprach der Herr Jesus lange mit mir. Er gab mir zu verstehen, wie sehr ihm eine kleine Seele gefällt, die in ihrer Unbeholfenheit sich ihm ganz zuwendet. Von Neuem las ich die Erinnerungen aus deinem Leben wachrufen. Als du noch in der Fabrik arbeitetest, dich mühtest, deiner verantwortungsvollen Aufgabe zu entsprechen, wusstest und fühltest du, dass du auch mit größtem Fleiß nur geringen Erfolg erreichen und deine Prüfung nicht bestehen werdest. Lehrgang für Qualitätsprüfer. Als Mutter von 6 Kindern, von 1000 Sorgen und Mühen geplagt, lerntest und kämpftest du, um dein Ziel zu erreichen. Wie warst du überrascht, als du das beste Zeugnis bekamst? Damals hattest du nicht an mich gedacht, obwohl ich es war, der alles gelenkt hatte. Wie musstest du Acht geben, dass nichts Minderwertiges aus den Händen der Arbeiter hervorging, die an den großen, vierspuligen, automatischen Maschinen arbeiteten. Wenn du von ihnen die Ware übernahmst, die die Maschinen in Minuten hergestellt hatten. Die Funktionen der Maschinen überwachte ständig ein Maschinenmeister. Gegebenenfalls musste er sie stilllegen, da nicht einmal eine Hundertstel Millimeter Differenz in der Funktion genehmigt war. Ich bringe dir dies in Erinnerung, damit du siehst, nicht mit deinem Können, sondern mit deinem gewissenhaften Fleiß konntest du dich durchschlagen. Ich bin bei dir. Wie ein Maschinenmeister stehe ich immer bei dir. Gehe immer in deine Nähe, damit nichts Minderwertiges entstehe, nicht einmal ein Schaden in Größe eines Hundertstel Millimeters. Ich habe dir schon gesagt, nicht einmal etwas von einer Haaresbreite darf zwischen uns sein. Dann brachte er meine Gedanken auf einen anderen Arbeitsplatz. Mit welcher Umsicht musstest du deine Arbeit verrichten, als du in der Fabrik die Härtemessungen kontrolliertest? Du musstest die Ware beiseite tun, wenn sie härter als erlaubt war. Dann musstest du sie in die Gießerei zurückbefördern, wo sie erneut eingeschmolzen wurde. Meine Tochter, wie oft habe ich die harten Seelen im Schmelzofen meine Liebe neu geschmolzen. Ich will nicht, dass aus ihnen etwas Minderwertiges werde. Meine Tochter, ertrage, dulde es, wenn ich auch dich in der Flamme meiner Liebe umschmelze. Ich tue es, damit du den Ansprüchen meines Herzens entsprichst. Denn eine weitere Bearbeitung ist nur auf diese Weise möglich. Der Herr Jesus sprach einmal: Betrachte den großen, breiten Birnbaum auf den Feldern, der Schatten und erquickendes Obst den müden Arbeitern bietet. Du kannst nicht mehr zu einem solchen breiten Baum wachsen, weißt du was? Sei du meine Sonnenblume. Wende deine öligen Körner zu mir, damit sie im Strahl der göttlichen Sonne reif werden. Willst du, dass deine öligen Körner immer voller werden? Nimm ein jedes Opfer an, das ich dir anbiete. Denn deine öligen Körner können nur so von Nutzen sein. Willst du, dass ich deine öligen Körner auspresse?
Wenn ja, dann nur durch die erbrachten Opfer. Diese durch Leiden ausgepressten Öltropfen werden in der leeren Öllampen der Seelen fallen, von der Liebesflamme meiner Mutter entzündet und bei deren Licht im Weg, der zu mir führt, erkennen. Diese Öltropfen, die ich um den Preis deiner Leiden auspresste, werden mit meinen Verdiensten vereint, auch auf jene Seelen fallen, die noch keine Öllampen haben. Sie werden sehr verwundert nach dessen Grund suchen und den Weg zum Heil finden. Das sind die Heiden, die die leuchtende Lampe des wahren Glaubens noch nicht besitzen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderlieb, uns allen deinen Segen gib. Amen. Die Funktionen der Maschinen überwachte ständig ein Maschinenmeister. Gegebenenfalls musste er sie stilllegen, da nicht einmal eine Hundertstel Millimeter Differenz in der Funktion genehmigt war. Ich bringe dir dies in Erinnerung, damit du siehst, nicht mit deinem Können, sondern mit deinem gewissenhaften Fleiß konntest du dich durchschlagen. Ich bin bei dir. Wie ein Maschinenmeister stehe ich immer bei dir, gehe immer in deine Nähe, damit nichts Minderwertiges entstehe, nicht einmal ein Schaden in Größe eines Hundertstel Millimeters. Ich habe dir schon gesagt, nicht einmal etwas von einer Haaresbreite darf zwischen uns sein. Dann brachte er meine Gedanken auf einen anderen Arbeitsplatz. Mit welcher Umsicht musstest du deine Arbeit verrichten, als du in der Fabrik die Härtemessungen kontrolliertest? Du musstest die Ware beiseite tun, wenn sie härter als erlaubt war. Dann musstest du sie in die Gießerei zurückbefördern, wo sie erneut eingeschmolzen wurde. Meine Tochter, wie oft habe ich die harten Seelen im Schmelzofen, meine Liebe, neu geschmolzen. Ich will nicht, dass aus ihnen etwas Minderwertiges werde. Meine Tochter, ertrage, dulde es, wenn ich auch dich in der Flamme meiner Liebe umschmelze. Ich tue es, damit du den Ansprüchen meines Herzens entsprichst. Denn eine weitere Bearbeitung ist nur auf diese Weise möglich. Der Herr Jesus sprach einmal: Betrachte den großen, breiten Birnbaum auf den Feldern, der Schatten und erquickendes Obst den müden Arbeitern bietet. Du kannst nicht mehr zu einem solchen breiten Baum wachsen, weißt du was? Sei du meine Sonnenblume. Wende deine öligen Körner zu mir, damit sie im Strahl der göttlichen Sonne reif werden. Willst du, dass deine öligen Körner immer voller werden? Nimm ein jedes Opfer an, das ich dir anbiete. Denn deine öligen Körner können nur so von Nutzen sein. Willst du, dass ich deine öligen Körner auspresse? Wenn ja, dann nur durch die erbrachten Opfer. Diese durch Leiden ausgepressten Öltropfen werden in der leeren Öllampen der Seelen fallen, von der Liebesflamme meiner Mutter entzündet und bei deren Licht im Weg, der zu mir führt, erkennen. Diese Öltropfen, die ich um den Preis
deine Leiden auspresste, werden mit meinen Verdiensten vereint. Auch auf jene Seelen fallen, die noch keine Öllampen haben. Sie werden sehr verwundert nach dessen Grund suchen und den Weg zum Heil finden. Das sind die Heiden, die die leuchtende Lampe des wahren Glaubens noch nicht besitzen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderlied, uns allen deinen Segen gib. Amen.